Hallo zusammen. Ich hab was zu feiern. Genau heute auf den Tag bin ich ein Jahr Dampfer, habe sozusagen meinen zigarettenfreien ersten Geburtstag und das will gefeiert werden. Dementsprechend schönes Liquid rein und ein Video gedreht. Und ganz besonders bedanken an diesem Tag möchte ich mich beim WDR. Der WDR hat mich nämlich daran erinnert, dass das Leben als Dampfer viel zu harmonisch ist, viel zu tiefenentspannt. Wie hat er das gemacht? Der WDR hat am Samstag in der Lokalzeit Bergisches Land einen Bericht über E-Zigaretten gemacht und der war so schlecht, dass ich mich wieder aufgeregt habe. Und wie soll ich sagen, so merkt man es richtig wieder, wie viel Harmonie man sonst im Leben hat. Und genau deshalb möchte ich jetzt mit euch diesen Bericht einmal durchgehen und mal meine Gedanken wiedergeben, die ich beim Anschauen dieses Berichtes hatte. Man kann dies auch als Videobotschaft an den WDR denken, so eine Art Zuschauerbrief auf YouTube. Dementsprechend, das Copyright von diesem Bericht liegt natürlich beim WDR und nicht bei mir. Und sämtliche Ausschnitte, die ich darin verwende, sind rein für die Kommentierung gebraucht. Nur damit mir da nicht irgendein rechter Anwalt einen bösen Brief schickt. Also, dann Dampfe geladen und Film ab. Die Monate, in denen Raucher bibbernd vor den Büros oder vor den Kneipen zusammenkauern, um eine zu qualmen. Die Schachtelpreise werden sowieso immer teurer. Raucher sein ist also im Moment gar kein Spaß. Und deshalb freuen sich viele auf Alternativen. Eine davon könnte die E-Zigarette sein. Aber ob die wirklich gesünder ist, darüber streiten sich die Experten. Allerdings, in den Apotheken in Wuppertal hat unser Reporter gar keine dieser Elektrozigaretten auftreiben können. Alle ausverkauft. Sie glüht, sie dampft und sie polarisiert. Welch Wunder, dass die die nicht in den Apotheken bekommen haben. E-Zigaretten werden so gut wie nie in Apotheken verkauft. Es gibt wohl einige Apotheken, die auch einen zumindest geschäftlichen Sinn dahinter erkannt haben und das aufgreifen, aber diese sind selten. Lieber WDR, beim nächsten Mal in den richtigen Dampfershop. Ihr sitzt in Wuppertal, wenn ich mich nicht irre. Da gibt es einige schöne Läden in der näheren Umgebung. Ein Blick in gewisse Foren hätte euch da bestimmt 4-5 Adressen genannt. Aber gut, man geht in die Apotheke. Von mir aus weiter mit dem Ding. Es geht um die Vorherrschaft. Links der Titelverteidiger, klassisch, kernig und mit echtem Tabak. Und jeden Tag für 300 Tote in Deutschland alleine verantwortlich. Spitze! In der rechten Ecke der Herausforderer, der Dampfer, die Elektrozigarette. Und jetzt Feuer frei. Und das Urteil der Ringrichter? Boah, bin ich jetzt mal gespannt, wen der WDR da als Ringrichter reinruft. Ein Suchtmediziner vielleicht oder sonst irgendein Experten, von dem man gesprochen hat. Oder vielleicht doch wieder Leute auf der Straße, die das noch nie gesehen haben und denen man alles Mögliche einflößen kann, was sie sagen sollen. Was bin ich nur gespannt, was das sein wird. Also ich halte von den Dingern nicht sehr viel, weil das nicht gut ist für die Jugend und für die Erwachsenen und so noch schlechter wie die normalen Zigaretten überhaupt. Aha. Was? Ich würde ja gerne mich mit diesem Herrn unterhalten, wenn ich könnte, und ihn auch gerne fragen, was ihn denn zu seiner Meinung bewegt. Weil ich kapier's nicht so ganz. Also, jetzt habe ich hier eine Zigarette und hier die Dampfe. Ja? Und wenn ich jetzt nur die Zigarette in der Hand halte, ist das weniger gefährlich für Kinder, als wenn ich die Dampfe in der Hand
Ich krieg Kopfschmerzen. Machen wir weiter, okay? Nee, das wäre für mich keine Alternative. Also, wenn ich Zigaretten rauchen möchte, dann möchte ich ja den Genuss erleben. Und dies ist für mich mehr so ein Spielzeug. Also, das finde ich ein bisschen albern. Na gut. Also, jedem Tierchen sein Pläsierchen, aber was das mit Genuss zu tun haben soll, nee, das aus und weiter, Kapellmeister. Also so viel Knochen muss man Schnurrbart haben, zu sagen, ich rauche oder ich rauche nicht. Aber nicht mich selbst betrügen mit so einem Ding da. Ist ja gleich, als wenn ich etwas trinke und setze mir so ein leeres Glas an den Lippen. Also merkt euch, immer kräftig rauchen, das macht hart und gibt Haare auf der Oberlippe und macht nicht so einen komischen, weich gelutschten Dampfer, wie jetzt gleich kommt. Gut, es ist ungefähr so gesund, wie sich am eigenen Auspuff zu beatmen, aber Schwamm drüber, Hauptsache hart und kernig. Ein ganzes Set für die E-Zigarette. Jochen Blomberg dampft und seine Frau auch. Seit 3 Jahren rauchen die beiden nicht mehr klassisch, sondern die elektronische Variante. Und da ich schon 2 Rauchstoppversuche hinter mir hatte, die gescheitert sind, habe ich gedacht, das versuchst du jetzt einfach mal. Und ich war überrascht, das ist völlig problemlos gegangen. Heißt nicht, dass das bei jedem so funktioniert, aber bei mir war das nach einer Woche, habe ich dann noch mal eine normale angezündet. Es war, ja, kann man nicht anders sagen, es war ziemlich eklig. Ging mir übrigens genauso und wenn ich die Erfahrungsberichte in den Foren studiere, der absoluten Mehrzahl von allen, die es ausprobiert haben. Aber weiter, jetzt wird's ja mal schön zwischendurch. Ein Kettenraucher, 35 Jahre lang. Jetzt dampft er das Nikotin und die Technik fasziniert ihn sogar. Also die Funktion ist recht einfach zu erklären. Das Ding besteht aus 3 Teilen, einer Batterie, ein Depot, wo die Nikotinflüssigkeit drin ist, und das ist der eigentliche Verdampfer, wo die Flüssigkeit verdampft wird, die man dann hinterher einatmet. Im Vergleich zur normalen Zigarette ist der Geschmack natürlich ein bisschen anders, aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Mit Nikotin oder ohne und mit Geschmackssorten. Whisky, klassisch Tabak oder Brathähnchen. Für Blomberg klar die beste Zigarette. Es ist von der Haptik her, also es fühlt sich halt ein bisschen anders an durch das Plastik, aber das, was man als Raucher eigentlich haben will, eben den Kick beim Rauchen, beim Inhalieren, den Geschmack und das alles, das bietet eine E-Zigarette durchaus. Für die Blombergs gewinnt die E-Zigarette den Titelkampf. Eins ist aber klar, der Aschenbecher bleibt so auf jeden Fall sauber. Und die Lunge auch, möchte ich hier anfügen. Aber was auf gar keinen Fall sauber bleibt, ist diese Sendung, denn jetzt kommt es. Trommelwerbe, Tusch und holla die Höhe, der Studioexperte. Oh mein Gott. Ja, viele Raucher werden jetzt wahrscheinlich hellhörig geworden sein, aber wir wollen nochmal nachfragen bei Dr. Justus De Seo vom Wuppertaler Lungenzentrum. Hallo? Das ist also Dr. De Seo. Ich habe mich im fortlaufenden Beitrag dann immer mehr gefragt, Doktor, von was? Ich glaube, weniger Medizin oder sonst irgendwas, was hier vielleicht zum Thema beitragen könnte. Dann vielleicht eher Medienmanipulation oder irgendwas in der Richtung. Gezielte Desinformation, kann man das studieren? Ich weiß es nicht, aber wenn ich den so sehe, könnte ich mir das glatt vorstellen. Aber guckt es euch selber an. Guten Abend. Das klingt ja jetzt erstmal toll bei dem Ehepaar, was wir da eben gesehen haben. Aber was ist dran an der E-Zigarette? Ist das eine Alternative? Die Frage ist ja vor allem, was ist drin? Denn er sagt jetzt, da ist Nikotinflüssigkeit drin. Und wenn man sich anguckt, was in Laboren gefunden wird, das schwankt zwischen 0 und 24 Milligramm. De facto weiß man gar nicht, was man aufnimmt. Himmel, hilf! Lieber Dr. De Seo, wer des Lebens mächtig ist, kann dies einsetzen, um in den Shops
oder auch auf den Liquidflaschen eine Zahl zu lesen. Diese Zahl bewegt sich irgendwo zwischen 0 und 24 in verschiedenen Abstufungen. Und das, mein lieber Herr Doktor, ist der Nikotingehalt in diesem Liquid. Aber, mein werter Herr Doktor, mit Lesen haben Sie es nicht so, oder? Ansonsten hätten Sie sich vielleicht ein bisschen besser auf das Thema vorbereitet, aber das sehen wir jetzt im Folgenden und ich verspreche den anderen, die zugucken, es wird richtig, richtig übel. Was den Nikotinangehalt angeht. Aber es gibt ja verschiedene Geschmacksrichtungen. Wir haben Brathähnchen eben sogar gehört. Ja, genau. Das ist das, was der eine Herr sagte, auch das Problem. Denn Jugendliche finden leichter Zugang zu Zigaretten über diese Geschmäcker. Es gibt auch Erdbeer, Apfel, Banane und solche Sachen. Und wir befürchten tatsächlich, dass es eine Einstiegsdroge wird, um junge Leute, an Kinder, an Zigaretten heranzuführen. Ja, jetzt macht er wirklich die unterste Propagandaschublade auf und holt die Kinder hervor, die armen Unschuldigen. Zwei Dinge dazu. Erstens, die Dampfen kosten als Beginner-Set, da ist noch kein Liquid dabei und nichts, mindestens 50 Euro und mehr. Damit scheiden schon mal die üblichen Taschengelder für Kinder ziemlich aus, oder? Es wird schwierig, sich davon eine E-Zigarette zu kaufen. Des Weiteren kann ich dafür garantieren, dass so gut wie niemand, der mal das Dampfen ausprobiert hat, dann hingehen wird und sich einen Ziel anfangen wird zu rauchen. Denn gegenüber dem Dampfen schmeckt die normale Zigarette einfach so furchtbar eklig. Es macht überhaupt keinen Sinn, zurückzugehen. Also, sorry. Der Herr redet von Dingen wie ein Blinder von der Farbe. Aber wir haben den intellektuellen Tiefpunkt dieser Sendung noch gar nicht erreicht. Wir sind gerade mal auf der obersten Kellerstufe. Hinab, Herr Kapitän. Das heißt, da sind wahrscheinlich dann auch viele Zusatzstoffe drin, von denen man noch gar nicht weiß, was haben die für Wirkungen, ja, für Auswirkungen? Es gibt wenig Daten über die Inhaltsstoffe dieser E-Zigaretten. Die werden vor allem eben von den Firmen nicht erzeugt. Diese Firmen legen da keinen großen Wert drauf, das offenzulegen. Da möchte ich dann doch mal leise widersprechen. Zum einen hat ein Hersteller von E-Zigaretten vor einigen Jahren schon seine Liquids, beziehungsweise den Dampf seiner Liquids testen lassen. Das war Ruyan, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und einer der größten E-Liquid-Hersteller in Europa, Flavor Art, testet regelmäßig seine Liquids auf verschiedenste Art und Weise. Ich verweise da auf das Clearstream-Protokoll, was man auf der Homepage nachlesen kann. Links, wie viele andere, kommen hier runter zum Nachlesen. Auch für Sie, Herr Doktor. Nur damit Sie beim nächsten Mal vielleicht auch eine Ahnung haben, wovon Sie da reden. Aber ich komme gleich wieder. Es dauert nicht lange. Und das, was wir wissen, ist, dass wir genauso wie im Tabak Nitrosamine finden. Was Sie an dieser Stelle natürlich geflissentlich verschweigen, ist, dass man zum einen diese Nitrosamine in sämtlichen Nachtschattengewächsen findet, wie zum Beispiel Kartoffeln. Und man findet diese Nitrosamine auch in den von Ihnen später in der Sendung noch angepriesenen Rauchentwöhnungsprodukten wie Pflaster. Ne? Das wird hier feinsäubig unter den Teppich gekehrt. Grund dafür ist einfach, dass das Nikotin für die Liquids auch aus Tabak gewonnen wird. Und trotz aller Aufbereitungen dieses Nitrosamine sich dann in winzigsten Spuren, die so gerade eben an der Erfassungsgrenze liegen, mit in das Liquid hinein schleichen, möchte ich sagen. Im Tabak hingegen liegt die Konzentration von den Nitrosaminen um ein Vielfaches höher als in Liquid. Aber gut. Details, ne? Details. Dass wir Propylenglykol finden, das ist das, was man aus diesen Rauchanlagen aus Diskotheken kennt. Und das wird eben inhaliert. Mhm. Und die Folgen für die Lunge sind da noch gar nicht untersucht. So, jetzt wird es langsam echt unkomisch.
Lieber Herr Doktor, wenn Sie wirklich Lungenarzt sein würden, dann wüssten Sie, dass es zum einen einen riesigen Haufen an Studien zum Thema Inhalation von Propylenglykol gibt, von Anfang des 20. Jahrhunderts bis dieses Jahr, und dass all diese Studien zeigen, dass die Inhalation von Propylenglykol vollkommen ungefährlich ist. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass Propylenglykol als Trägerstoff in Asthma-Inhalatoren zum Einsatz gekommen ist und noch immer kommt. Und wenn etwas in Arzneimitteln verwendet wird, dann muss es eine Menge Tests durchlaufen. Und wenn es auch noch so mannigfaltig verwendet wird, dann erst recht. Also, entweder haben Sie keine Ahnung, wovon Sie reden, oder Sie versuchen uns hier zu verarschen. Beides wirft kein gutes Licht auf Sie. Das klingt jetzt erstmal nicht gesund, ne? So Nebelmaschinen. Ich würde es nennen, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Und was Sie die ganze Zeit sagen, halte ich für Propaganda des untersten Niveaus. Wenn ich von der echten Zigarette wegkommen möchte, ist es eine sehr, sehr gute Idee. Und es gibt gute Methoden, das zu schaffen, auch mit therapeutischem Nikotin. Was zum Teufel ist denn bitte therapeutisches Nikotin? Meinen Sie gebundenes, wie in Kaugummis oder den Rauchentwöhnungspflastern? Dann darf ich Sie aufklären, das gleiche Nikotin haben wir auch in den Dampfen drin. Ich habe echt keine Ahnung, wovon Sie reden, aber ich glaube, da haben wir beide das gleiche Problem, oder? Aber diese E-Zigarette ist etwas, was da überhaupt keinen Stellenwert hat. Also komme ich damit vom Regen in die Traufe wahrscheinlich? Ich würde es so formulieren, tatsächlich, ja. Und Sie sehen auch, in der Gastronomie wirkt es genauso wie eine echte Zigarette. Das heißt, es ist auch genauso sozial unerwünscht. Sozial unerwünscht, so. Zwei Dinge. Weder die Ego-Modelle, die der Jürgen und seine Frau in dem Teil zuvor gedampft haben, noch meine wunderschöne King Kong hier, wirken auf den unbedarften Beobachter wie eine Zigarette. Und es ist auf gar keinen Fall sozial unerwünscht, so ein Schwachsinn. Ich war vorhin noch in der Gastronomie, wie man so schön sagt, und habe mich neben der Theke mit meiner Dampfe hingestellt und diese sehr genossen. Vom Wirt kam nur eine hochgezogene Augenbraue und ein freundliches Nicken. Und danach hatte ich eine Menge Gesprächspartner, die sich nur zu gerne über dieses Gerät informiert haben und wissen wollten, wo, wann und wie sie das bekommen können oder wo sie sich informieren können, wo ich dann immer gerne Rede und Antwort stehe. Ehrlich, als Dampfer hat man wunderschöne Gespräche und rausgeschmissen wurde ich noch nie irgendwo. Aber es ist ja noch genehmigt, in Kneipen darf man es benutzen und vielleicht, es geht ja auch um dieses Prozedere, ja. Ne? Man hat was in der Hand, man zieht, also dafür ist es vielleicht erstmal gut. Aber was ist für Sie die beste Alternative, um rauchfrei zu werden? Es ist nicht die E-Zigarette, sagen Sie. Sagen Sie mal, Herr Doktor, wie rauchfrei soll ich denn noch werden? Ich rauche nicht, ich dampfe. Das ist nicht nur ein Werbeslogan, das ist auch die Wahrheit. Kein Teer, kein Kondensat, keine Giftstoffe, außer das Nikotin, aber das wollen Sie ja durch die Kaugummis und die Pflaster ersetzen. Ehrlich. Die E-Zigarette ist ganz klar der Weg weg von der Zigarette und damit auch weg vom Rauch und all den Giftstoffen, die dabei sind. Es ist nicht der Weg weg vom Nikotin. Aber davon sprechen Sie ja auch gerade nicht. Sie sagen Rauchentwöhnung. Es ist alles andere als die E-Zigarette. Im Grunde kann man es ganz simpel sagen, man muss das Ritual durchbrechen, das heißt sein Verhalten ändern. Dazu kann man zum Beispiel Kurse besuchen, Bücher lesen, die sind alle wirksam. Mhm. Und das gleiche andere ist die körperliche Sucht befriedigen, das geht beispielsweise mit Medikamenten. Und das heißt, man hat mit dieser Kombination aus Verhaltenstraining und Medikamenten die stärksten Mittel, um wirklich erfolgreich rauchfrei zu werden.
Ja, die stärksten Mittel, um rauchfrei zu werden. Die Erfolgsquote von den eben genannten Mitteln liegt nach 3 Monaten bei weit unter 10%. Das bedeutet, 90% aller Raucher, die versuchen, auf diese Art aufzuhören, sind nach 3 Monaten wieder am Rauchen. Bei den E-Zigaretten liegt mittlerweile die Erfolgsquote auf, weiß ich nicht, 1 Jahr, 6 Monate, wie auch immer, bei nahezu 100%. Was ist da nochmal effektiver? Medikamente könnte auch das berühmte Nikotinpflaster sein? Ja, kann ich sehr empfehlen. Das Nikotinpflaster hat sehr hohe Erfolgsquoten. Es gibt auch Tabletten, die speziell für die Raucherentwöhnung erfunden wurden. Und beides sind wirklich sehr, sehr gut untersuchte und auch sichere Medikamente. Ich nehme an, Sie reden von Pfizers Wunderpille an dieser Stelle. Campix oder Champix, wie auch immer Sie das nennen wollen. Diese Pille soll ja angeblich Rauchern helfen, aufzuhören. Ich habe aber jetzt aus mehreren Quellen, unter anderem von Dampfern, die das erst damit ausprobiert haben und nun zur E-Zigarette gekommen sind, wie auch aus Quellen wie der FDA, der amerikanischen Gesundheitsbehörde, folgende Nebenwirkungen gehört. Da wären Selbstmordgedanken, Selbstmordimpulse, suizidales Verhalten, erfolgreicher Selbstmord, Depressionen, Mordfantasien, Aggressivität, Gewaltakte, Mordfälle, Halluzinationen, psychotische Anfälle, manchmal unwiderrufliche Psychosen, unangekündigter temporärer Sehverlust, Bewusstseinsverlust, epileptische Anfälle, Amnesie, Herzinfarkte, Herzrhythmusstörungen, koronare Erkrankungen, Zittern, Zungenschwellung und andere Hauterkrankungen, Albträume, Diabetes, Leberschäden. Und das preisen Sie unreflektiert in einer solchen Sendung an. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. In den USA laufen im Übrigen zurzeit die ersten Klagen gegen Pfizer von Opfern dieses Medikaments. Wir werden sehen, wohin das führt, aber ich kann nur jedem raten, sich ganz genau zu überlegen, ob er sich dem Risiko dieses Campix-Präparats aussetzen möchte. Was es auf gar keinen Fall geht, ist, dass das hier als gut getestet und harmlos dargestellt wird. Wirklich unverantwortlich. Dann sagen wir danke für die Information, Herr Deseo. Dankeschön. Herzlich gerne. Ja, danke, es ist vorbei. Lieber Dr. Deseo, ich möchte an dieser Stelle klarstellen, dass Dr. Deseo tatsächlich Arzt ist und auch wirklich Lungenarzt. Aber es war halt das, was ich jetzt wiedergegeben habe in den Aufständen des Videos, meine ersten Gedanken, als ich diesen Bericht gesehen habe. Lieber Dr. Deseo, ich möchte Ihnen nur ungern Böswilligkeit in diesen Fehlinformationen unterstellen. Vielleicht hatten Sie keine Zeit, sich auf die Sendung vorzubereiten. Vielleicht hat man Ihnen gar nicht gesagt, worum es geht. Es wäre schön gewesen, wenn Sie auch nur irgendetwas zu diesem Thema beigetragen hätten, was wirklich Menschen hilft. Ich meine, es sterben, wie gesagt, jeden Tag in Deutschland 300 Leute an den Folgen des Rauchens. Und jetzt gibt es die E-Zigarette, die um so vieles unschädlicher ist und so viele Tode verhindern kann. Und alles, was da von Ihrer Seite kommt, sind solche Schauergeschichten, Fehlinformationen.
meine inständige Bitte, wenn Sie noch mal zu irgendeinem Thema von der Kamera gebeten werden, überlegen Sie sich, was Sie da sagen und was das vielleicht für Auswirkungen hat. Wenn jetzt irgendein Raucher diesen Beitrag gesehen hat und aufgrund Ihrer Aussagen das Rauchen nicht aufgibt, nicht wechselt zur E-Zigarette und später an Lungenkrebs stirbt, hätte ich an Ihrer Stelle irgendwie ein schlechtes Gefühl im Bauch. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber es ist halt mein Blick auf die Sache. An den WDR. Dieser Beitrag hat mich gelehrt, alles, was von Ihrem Haus kommt, noch einmal ganz vorsichtig nachzubearbeiten. Ich hatte früher mal die scheinbar irrige Annahme, dass Sie so etwas wie ehrlichen und gut recherchierten Journalismus anbieten. Das war gerade alles andere. Es gibt im Internet Foren, die sehr gerne bereit sind, Informationen zu geben zu diesem Thema. Täglich finden Dutzende von Rauchern in das Forum, melden sich an und werden mit Freuden aufgenommen. Und tatsächlich werden auch häufiger Journalisten, die sich offen und ehrlich mit diesem Thema beschäftigen, gerne an der Hand genommen und ihnen werden die Informationen, die sie wollen, gegeben. Da müssen sie nicht solche wilden Geschichten herauswühlen. Und dass sie den werten Herrn Jochen Blomberg als Freak und Ahnungslosen dahinstellen, finde ich eine absolute Schweinerei. Der Herr betreibt ein sehr gut gemachtes Infoportal, was ich auch immer wieder gerne in meinen Videos hier auf YouTube verlinke. Das ist smokei.de. Link kommt da unten hin. Und dieser Mann ist garantiert nicht ahnungslos. Ich hoffe, dass er diese Behandlung, die sie ihm da in dem Bericht zuteilkommen lassen, verschmerzen kann und sich weiter mit dem gleichen Enthusiasmus und der gleichen Leidenschaft für das E-Rauchen einsetzt. Und das smokei.de weiterhin eine so gute Informationsseite bleibt, wie sie ist. Gut, das wäre es, was ich Ihnen mitzuteilen habe. Ich hoffe, Sie beherzigen das einfach mal, dass Sie beim nächsten Mal bitte einfach nicht mehr so einen Mist produzieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und danke an alle, die dieses Video gesehen haben und wie Grim Green immer so schön sagt, keep on vaping.